Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sophie. Wie heißt du denn? Schreib mir es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf dich und bin gespannt, wie du heißt. Ja, in diesem Video möchte ich dir von meinem Werdegang so gesehen erzählen oder wie ich es geschafft habe, meinem Weg treu zu bleiben, trotz negativer Bewertung meines Umfelds. Ja. Wenn du dich persönlich weiterentwickelst, sei bitte nicht enttäuscht, wenn dein Umfeld deine Veränderung erstmal nicht gut heißt. Dein Umfeld, in dem du dich gerade befindest, ist ja noch dein altes Umfeld. Klar gibt es Menschen, die deine Veränderung vielleicht mitgehen oder auch gutheißen werden, aber bitte glaub nicht, dass dein Umfeld deine Veränderung immer gut finden wird. Zumindest kann ich dir das aus meiner Erfahrung sagen, dass als ich beschlossen habe, auf Alkohol zu verzichten, kamen leider sehr viele Fragen und sehr viele negative Auswirkungen von meinem Umfeld. Mein Umfeld hat das teilweise nicht sehr gut aufgefasst. Und ich musste, oder nicht musste, aber ich habe mich dann so gefühlt, als müsste ich mich rechtfertigen, dass ich jetzt diesen Alkohol nicht mehr konsumieren möchte. Mittlerweile weiß ich, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, weil ich darf selbst über mein Leben bestimmen und darf entscheiden, ob ich Alkohol trinken möchte. Ja, warum erzähle ich dir das in diesem Video? Weil ich dir eben sagen möchte, dass du deinem Weg treu bleiben darfst, auch wenn dein Umfeld und deine sogenannten besten Freunde vielleicht nicht mitgehen, also diesen Weg nicht mitgehen. Bei mir war das damals auch so und es hat sehr geschmerzt. Ich habe mich von sehr vielen Menschen leider verabschieden müssen oder dürfen und es war nicht immer leicht für mich, aber heute weiß ich, es war gut so. Diese Menschen haben mich auf meinem Weg begleitet und ich bin auch dafür dankbar, auch wenn ich sie jetzt im Moment nicht mehr treffe, aber das macht nichts und ich denke, es ist einfach für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig zu wissen, dass auch wenn deine sogenannten besten Freunde deine Veränderung nicht schätzen oder nicht so, wie du dir das vorstellst, schätzen oder nicht sagen, ja super, Sophie, dass du jetzt keinen Alkohol trinkst, ich finde das so großartig, bravo. Das ist wieder eine Erwartungshaltung. Erwartungshaltungen sind nie gut. Und das durfte ich damals, wie gesagt, auch lernen. Es ist nicht leicht. Und deswegen möchte ich dir heute 4 Tipps mitgeben, wie du es schaffst, bei dir zu bleiben und den Weg treu zu bleiben, für den du dich entschieden hast. Erstens. Und das ist ganz wichtig, ja? Klarheit. Du hast dich entschlossen, keinen Alkohol zu trinken. Das sind jetzt nur Beispiele. Bei mir war das so. Deswegen nehme ich immer das Beispiel Alkohol. Also du hast dich entschieden, keinen Alkohol zu trinken. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, Sophie, komm, wir gehen heute in diese und jene Disco. Es war doch immer so lustig. Du hast immer so gern getanzt. Und ein Gläschen, das macht ja nichts. Komm. Gekommen, trinkt man noch einen, also einer, also das geht schon, ja? Also, naja. Wie reagierst du dann da drauf? Wichtig ist da, auf solche Aussagen einfach klar zu sagen, nein, ich habe mich entschlossen, keinen Alkohol mehr zu konsumieren. Wir können uns gerne in Café XY treffen oder ins Restaurant gehen. Das kannst du deinem Gegenüber zum Beispiel vorschlagen. Und eben diese Klarheit ist sehr wichtig. Das ist für mich eines der wichtigsten Punkte, ist einfach, dass du klar weißt, was du möchtest. Zweitens, nicht verunsichern lassen. Wie gesagt, es gibt Menschen, die werden deinen Weg wahrscheinlich nicht beherzigen oder nicht so schätzen, wie du das möchtest. Lass dich davon nicht verunsichern. Das ist ganz wichtig. Es hat auch mit dem ersten Punkt zu tun. Sei dir im Klaren, dass es für dich der richtige Weg ist. Wenn du das für dich entschieden hast und für dich und es sich für dich gut anfühlt, dann ist es auch der richtige Weg.
Es gibt nur einen Menschen, der diesen Weg geht. Und das bist du selbst, ja? Das ist nicht deine beste Freundin, das ist nicht deine Mutter, das ist nicht deine Partnerin, das ist nicht dein Partner. Das bist nur du. Deswegen ist es so wichtig, dass du davon überzeugt bist. Und die Menschen, die dich wirklich lieben und schätzen und wirklich respektieren, die werden diesen Weg auch mit dir mitgehen. Okay, der dritte Schritt ist, trenne dich von den Menschen, die deinen Weg aufhalten wollen, die deinen Weg runtermachen, obwohl du für dich entschieden hast, dass es sich für dich gut anfühlt. Ich habe schon öfter gesagt, es ist sehr schwierig, von solchen Menschen loszulassen, wenn man jahrelang befreundet war. Aber ich kann also aus Erfahrung sagen, es kann dann auch eine Befreiung sein, ein gutes Gefühl. Menschen, die dich so etwas nötigen wollen, das du gar nicht möchtest, sind in meinen Augen keine wahren Freunde. Ich habe schon in einem Video erzählt oder gesagt, du kannst mit den jeweiligen Personen einmal auch drüber sprechen und sagen, was dich stört oder dass du eben jetzt das so und so machst und dass du dir wünschst, dass sie das von dir respektieren, also an dir respektieren. Und wenn sich in diesem Gespräch ein gemeinsamer Nenner findet, dann kannst du natürlich weiterhin mit diesen Menschen befreundet sein. Aber wenn das nicht so ist, dann würde ich dir wirklich raten, trenne dich von den Menschen, die dir nicht gut tun. Das hat mir damals auch sehr geholfen. Wie gesagt, es war sehr schwierig. Ich war sehr enttäuscht. Es hat einfach sehr weh getan, weil ich mir gedacht habe, mit diesen Menschen war ich so lange befreundet und jetzt ist es auch von einem Tag auf den anderen vorbei. Ja, es hat auch was Gutes. Wie gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine nächste. Schritt 4. Das Warum im Auge behalten. Warum möchtest du keinen Alkohol trinken? Weil du dich beispielsweise gesünder fühlen möchtest oder dir kein Gift zuführen möchtest. Das Warum ist immer wichtig auch zu wissen und zu behalten. Da kannst du dich auch besser artikulieren, wenn dich Menschen fragen, warum trinkst du keinen Alkohol mehr? Ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich mich gesünder ernähren möchte und keinen Kopfweh am nächsten Tag mehr haben möchte. Und bei mir hat es auch spirituelle Gründe, warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Da kannst du dann einfach dein Warum finden und das ist auch sehr wichtig. Das waren meine 4 Tipps, um die Persönlichkeitsentwicklung beizubehalten und dem Weg treu zu bleiben. Ich wünsche dir viel Erfolg, du schaffst das. Und noch einmal, ich sage dir noch mal diesen einen Satz, es ist dein Leben. Du bist die einzige Person, die diesen Lebensweg geht. Ja? Das ist ganz wichtig zu wissen und niemand anderer als du geht diesen Weg. Ich wünsche dir nun viel Freude bei deinem Lebensweg und alles, alles Liebe. Deine Sophie. Tschüss.